Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Prosalaten vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part, ja, da geht's ziemlich weit nach oben und zwar für beide Teams, die uns bekannt waren. Zu einem natürlich für den guten Phoenix Wright, der hat nämlich zusammen mit Maya durch die Apparatur und deren zwei Schlüssel herausgefunden, dass sich Bella dort oben im Glockenturm versteckte. Es war tatsächlich eine Möglichkeit, zum Glockenturm hinaufzugehen. Und als wir Bella da fanden, sind wir plötzlich geswitcht. Und zwar ging's so weiter. Luke und ich kamen am Wachtposten vorbei. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis wir den Turm selbst erreichen. Hm? Ich schätze, der Prozess dürfte mittlerweile begonnen haben. Ich bin voller Zuversicht, dass Herr Wright sein Bestes geben wird und Sophie in guten Händen ist. Ich denke, dass der Schlüssel zur Rettung Sophies im Turm ist. Wir müssen ihn finden, ehe es zu spät ist. Tja, wie gesagt, als wir Sophie fanden, Sophie sag ich schon, Bella fanden, switchten wir rum zu den guten Layton und Luke. Die haben zusammen erst in den Turm getreten und sind den Aufzug hochgegangen. Und mit unglaublich schweren Rätseln hatten wir es da zu tun. Unglaublich schwer. Und dann haben wir es zum Schlossgarten geschafft. Wir sind ganz oben. Und man sieht hier einen wunderschönen gehaltenen Garten. Mit wunderschöner Layton-Musik übrigens. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich möchte mir nachgucken, wie viele Hindernismünzen wir noch hier haben. Ich gehe mal kurz wieder raus oder rein. Ja, Turm-Erdgeschoss können wir wieder. Ich gehe wieder rauf. Sind wir hier. Drei Hindernismünzen. Ein wunderschöner Garten auf halber Höhe. Oh, das ist nur die halbe Höhe. Okay, da habe ich Mist jetzt hier gerade. Das ist nur die halbe Höhe. Interessant, müssen wir das Ganze nochmal machen. Also quasi nochmal diese komischen drei Rätsel lösen, damit wir hier ganz oben sind. Na gut, erstmal Hinweismünzen sammeln natürlich. So, hier ist echt keine. Hm, worüber das Wasser herkommt, da ist auch egal. Hier, auch nicht, da. Mit unserem langen Arm können wir natürlich da lang und erstmal wieder weitere Hinweismünzen sammeln. Haben wir auf jeden Fall noch genug für den Prozess. Übrigens, muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Hier seht ihr es übrigens, die Hinweismünzen oben rechts. Insgesamt haben wir schon 186 gefunden und bisher haben wir 10 eingesetzt, denn wir haben nur noch 176. Das bedeutet, wir haben ja bereits einmal, wir hatten ja eine Hinweismünze im vorherigen Prozess eingesetzt. Mit Ernington hatten wir einmal eine Hinweismünze eingesetzt, das heißt, bisher haben wir nur 9 eingesetzt bisher und wir kamen recht weit. Also in der Hinsicht bin ich sicher, dass diese 176 Münzen, die wir jetzt noch haben, mit Sicherheit ausreichen werden, um diesen Prozess auf jeden Fall für uns zu gewinnen. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie lange der Prozess noch gehen will, aber wir haben schon so viel erreicht, und zwar mit nur 9 Hinweismünzen. Also, das sollte schon irgendwie gehen. Hoffe ich mal. So. Jetzt die Frage, wo ist die dritte? Irgendwo im Gebüsch versteckt wahrscheinlich. Hier an Pflasterwegen oder so. So, das... Ich bin generell, wo wir weiter können. Ich glaube hier lang. Na, ist auch egal. So, wo ist die verdammte Hinweismünze? Hier oben irgendwie, der Screen ist auch ziemlich groß. Na? Ich weiß, das wackelt gerade ein bisschen sehr stark, aber... Ah! Nur so kann ich schnell herausfinden, wo die Lupe plötzlich anfängt zu glitzern. Gut. Was soll ich jetzt erkunden? Das hier so ein bisschen? Anscheinend schon. Von unten kamen wir gerade. Jetzt müssen wir nur dieses Ding öffnen. Dieses Gebäude ist wirklich beeindruckend. Ich nehme an, dieser Teil ist das Zuhause des Schöpfers. Sophie muss als Kind hier gelebt haben. Ja, in der Tat. Das muss ihr Elternhaus gewesen sein. Hm. Ihre Familie. Ich frage mich, ob sie vorhatte, hierher zurückzukehren. Egal, wo sie hingeht oder was sie tut, Familie bleibt Familie. Das ist noch immer ihr Zuhause. Sie würde sicherlich irgendwann zurückkommen. Vielleicht. Ja, sie hatten ja nur einander. Ihre Beziehung zueinander könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Hä? Was denn, Luke? Nichts. Ich habe es mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich dachte, ich hätte etwas in der Spitze des Turms gesehen. In der Spitze? Es tut mir leid, ich muss es mir eingebildet haben. Und wenn doch nicht. Gehen wir hinein, Professor. Also, wenn immer solche Bemerkungen gemacht werden, ist da immer irgendwas dran. Kinderzimmer. Okay. Dann wird es Zeit, den zu betreten. Interessanter Pfeil. Na gut, gehen wir mal rein. Oh, das ist definitiv ein Kinderzimmer. Plötzlich so bunt. Interessant. Das muss ein Kinderzimmer sein. Das sieht ganz danach aus. Den Zustand nach zu urteilen, wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Ich nehme an, es war Sophies Zimmer. Ah, hier ist Sophie also aufgewachsen. Was ist wohl vorgefallen, um Sophie aus ihrem Zuhause zu vertreiben? Ich frage mich, ob Sophie und der Schöpfer gut miteinander ausgekommen sind. Ja, all dies wissen wir nicht mehr. Oder konnten wir noch nicht wissen eigentlich. Sophie ist ein Mädchen voller Nächstenliebe und starker Grundsätze. Ich bin sicher, das kommt daher, dass sie ein gutes Zuhause hatte. Also muss sie viel Zeit mit ihrem Vater verbracht haben. Ich denke, sie haben recht. Für Sophie muss dieser Ort mit guten Erinnerungen verbunden sein. Nicht gebunden. Ich habe das Gefühl, wir verletzen ihre Privatsphäre, wenn wir hier so rumspazieren.
Aber Luke, wir haben keine andere Wahl, wenn wir Sophie retten wollen. Das ist wohl wahr. Und ich denke, es würde ihr nichts ausmachen, wenn sie es wüsste. Ja, aber doch. Kinderzimmer. So, einmal ganz kurz gucken. Ich muss wieder raus und reingehen, um zu sehen, wie viele Hindernisse wir sehen können. Und wir sind tatsächlich eine Etage nach oben gegangen, indem wir das Kinderzimmer betreten haben. Und es sind drei, okay. Das nicht hier Zimmer eines kleinen Kindes. Na gut. Ja. War es wirklich auf halber Höhe eben gerade, der Garten? Das sah unten gerade so aus, als wäre es schon fast zu Ende hier. Also, wir haben jetzt gerade hier, wie gesagt, mit dem Kinderzimmer eine neue Etage betreten. Und sieht so aus, als wäre die nächste Etage schon die letzte. Na, ist ja auch egal. So, wo ist die letzte Hinweismünze? In dieser komischen, ja, diesen komischen Dings da. So, was haben wir sonst noch? Oh, ach, das können wir auch endlich mal wieder machen. Das ist natürlich schön. Interessant. Ah, Professor, hinter dem Vorhang. Oh, stimmt, ist da jemand? Dort ist jemand. Hä? Sicher? Ach, es ist eine Puppe. Diese mysteriöse Person ist... Nur eine Puppe. Puh, da bin ich erleichtert. Mein Herz ist verstehen geblieben. Naja, Sophie muss mit dieser Puppe gespielt haben. Ja, da saß noch ein ganz kleiner Teddybär noch hier am Tisch irgendwie gerade. Was ist das? Ein Buch? Sehen Sie, Professor, hier ist ein Bilderbuch. Der Titel ist... Die erste Geschichte. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wo das Buch Historia Labyrinthia ist, mit dem wir hierher gekommen sind. Das würde ich gerne nochmal in den Händen halten. Ist wahrscheinlich der einzige Weg, wie wir zurückkommen können. Es ist ein selbstgemachtes Bilderbuch für Kinder. Ich frage mich, ob es für Sophie geschrieben wurde. Es wäre gut möglich. Es ist offensichtlich, dass es mit viel Liebe geschrieben und gezeichnet wurde. Na, mal reinschauen. Oh, es geht anscheinend um Hexen, ne? Es war einmal eine Stadt, in der eine böse Hexe lebte. Labyrinthia. Alle Karotten verschwanden von den Feldern und die Banken waren plötzlich mit Kürbissen statt Gold gefüllt. Die Bürger mussten mit diesen und anderen Streichen der Hexe leben und wussten nicht, was sie tun sollten. Doch eines Tages tauchte ein tapferes junges Mädchen auf und sagte zu den Bürgern: Jedes Mal, wenn die Hexe einen Zauber spricht, hält sie einen Stab in der Hand, oder nicht? Wenn wir ihr den Stab wegnehmen, können wir die Hexe also fangen. Als sie das hörten, stellten die Bürger der Hexe eine Falle und fingen sie. Bei ihrem Prozess sagte die böse Hexe zu den Bürgern: Selbst jetzt lebt die legendäre große Hexe Akana in dieser Stadt. Akana ist die Königin aller Hexen. Sie ist es, die uns Hexenmacht verleiht. Die Bürger bestraften die Hexe und Frieden kehrte in der Stadt ein. Bis zum heutigen Tag lebt die legendäre Akana irgendwo in dieser Stadt. Doch das tapfere Stadtvolk lässt sich von bösen Hexen nicht unterjochen. Aha, interessant. Könnte der Schöpfer das geschrieben haben? Ich nehme mal an. Die Geschichte von Akana taucht sogar in Märchen auf. Sie ist wirklich eine mysteriöse Person. Wieso denkst du, hat der Autor Akana in einem Bilderbuch erwähnt? Vielleicht, damit sich das Kind benimmt? Sowas wie, wenn du nicht tust, was man dir sagt, kommt Akana und holt dich. Ah, in der Tat. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn das der Fall wäre, wieso wurde dann eine normale Hexe gefangen und nicht die große Hexe selbst, also die große Akana selbst? Es ist wohl etwas seltsam. Wenn Akana selbst gefangen würde, wäre das ein eindeutiges Ende für die Geschichte. Na, es ist auch erst die erste Geschichte, ne? Denken Sie, es gibt einen bestimmten Grund dafür? Diese Möglichkeit besteht. Sind hier andere selbstgemachte Bilderbücher abgesehen von diesen? Selbstgemachte Bilderbücher? Ich sehe keine. Das scheint das einzige zu sein. Das lässt erahnen, dass dieses hier besonders wichtig ist. Immerhin ist Sophies Bilderbuch selbstgemacht. Ich wette, sie hat es wirklich geliebt. Sie denken also, der Schöpfer hat dieses Buch geschrieben? Die Schrift weist Ähnlichkeiten mit der Historia Labyrinthia auf. Ah, endlich kommen wir auch da mal wieder zu sprechen. Dieses Buch scheint sorgfältiger geschrieben worden zu sein, aber ich nehme an, der Schöpfer hat es verfasst. Also hat er es als Vater für seine Tochter geschrieben. Das war aber nett von ihm, auch wenn die Geschichte etwas gruselig ist. Ich würde Sophie gern dieses Buch bringen. Ja, machen wir das, Luke. Wir müssen gut darauf Acht geben. Oh, und weg. Die erste Geschichte zu den Gegenständen hinzugefügt. Nun gut, haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwelche schönen Sterne, die hier rumhängen? Die Puppe sollen wir vielleicht nochmal ansprechen, aber das geht anscheinend nicht.
Irgendwelche Spielzeuge. Ein Kissen. Oh. Interessant, das ist ein Thema anderes Bilderbuch, aber das können wir auch nicht ansprechen. Da ist noch eine Tür, das mache ich gleich. Hier ist ein Ball. Ja. Mehr gibt's eh nicht. Also, was anderes kann man hier gar nicht ansprechen. Wir müssen wahrscheinlich weitergehen, nehme ich an. Na gut, weiter geht's. Ich denke, wir haben alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Gehen wir weiter. Oh, da geht die Tür auf und da geht's hoch. Raum des Schöpfers. Aber wir sind tatsächlich dann schon ganz oben. Interessant. So. Ah, da kann ich hier also hoch. Alles klar, Leute. Ab geht's. Oh. Oh, wow, wow, wow. Holy, was ist das denn alles? Interessant. So habe ich ihn nicht erwartet. Wir wissen auch aus dem Film, dass es ja eine Art Terrasse gab, ne? Da hat man den Schöpfer ja gesehen, dass er erzählt hat, jetzt geht's los in der Parade, jetzt geht's los. Da passiert es blöd, plötzlich. Was halten Sie davon, Professor? Es ist ziemlich unaufgeräumt. Dies scheint der oberste Raum des Turms zu sein. Hm. Das Papier hier auf dem Boden scheint dasselbe zu sein, wie das, auf dem der Schöpfer seine Geschichten niederschreibt. Dieses Zimmer ist zweifelsfrei der Raum des Schöpfers. Das ist der Raum des Schöpfers? Ich hätte es mir etwas erhabener vorgestellt. Ein Thronsaal mit rotem Teppich oder so. Ich gebe dir recht, es scheint etwas exzentrisch, aber trotzdem sieht es wie eine Stube des Autors, eines Autors aus, ja? Wahrscheinlich eher. Ich meine, wir kennen ja schon das Audienzzimmer des Schöpfers. Da wiederum ist ja dieser wunderschöne rote Teppich und ebenfalls dieser Thronsaal. Wahrscheinlich hat er den Großteil seiner Zeit damit verbracht, hier Geschichten zu schreiben. Oh. Ja, diese Geschichten zum Beispiel. Obwohl, nee, die mit dem goldenen Layton wurde ja im Audienzzimmer verfasst. Diese Geschichten. Ich frage mich, was Sophie davon gehalten hat, dass ihr Vater diese Geschichten für die Bürger der Stadt geschrieben hat. Ich frage mich, ob sie sich auf das Ende einer neuen Geschichte gefreut hat. Oder ob sie... Die Geschichten waren wohl eher für Erwachsene gedacht und nicht für ein kleines Mädchen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass der Schöpfer Sophie viele der Geschichten gezeigt hat. Wenn das so ist, hatte sie wohl nicht auf Gelegenheit, mit ihrem beschäftigten Vater zu sprechen. Das heißt, sie muss sich hier sehr einsam gefühlt haben. Es muss schwer für sie gewesen sein zu wissen, wie wichtig diese Geschichten für die Leute in der Stadt waren. Aber das sollte nicht so sein. Ein Kind sollte mit seinem Vater sprechen können. Du hast völlig recht, Luke. Ich denke, Sophies Gefühle für ihren Vater werden noch eine wichtige Rolle im kommenden Prozess spielen. Professor... Luke, wie ich dich kenne, muss dir gerade einiges durch den Kopf gehen. Wenn du also über irgendetwas sprechen möchtest, sagst du es mir, ja? Das werde ich, Professor. Ich habe immer Zeit für dich, Luke. Wie ein Vater. Also, wollen wir uns hier ein wenig umsehen? Immer gerne doch. Und da scheint irgendwas Lebendiges drin zu sein. Und wir können es nicht ansprechen. Schau, das Interessanteste kann man hier nicht ansprechen. So, hier ist wieder eine Puppe und da ist ein Hinweismünze. Apropos, ich muss kurz mal wieder raus, um zu sehen, wie viele hier wirklich drin sind. Ich habe schon eine Vermutung. Jetzt bin ich ganz nach unten gegangen. Das wollte ich nicht. Nicht im Dachgarten. Jetzt bin ich hier im Kinderzimmer. Da haben wir alle drei. Und hier gibt's auch nur drei. Na gut. So. Und hier ist noch eine schön. Sieht sehr interessant aus hier, muss ich sagen. So, hier irgendwo um den Planet Saturn rum, wenn es der sein soll. Gibt es ja eigentlich auch andere Planeten? Ich meine, wir sind ja eh in einer anderen Welt, also kann man das nicht wirklich sagen. Naja. So, ah, hier, diese komischen Feder wahrscheinlich. Okay, haben wir schon bald die 200. Also, die Zahl, die wir immer angezeigt bekommen, ist übrigens die, die wir nicht aktuell haben, sondern die wir haben hätten können, wenn wir nie eine eingesetzt hätten. Das zum Thema. Na, weil sonst hätten wir jetzt, glaube ich, 74. Oder? Oder? Stopp mal kurz. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist die aktuelle. Hier ziehe ich schon wieder Mist. Nee, das ist die aktuelle tatsächlich. Okay. 184 ist die aktuelle, die wir jetzt gerade haben. Wir hätten schon 194 haben können. Na, ist ja auch egal. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aha, da passiert zumindest nichts, wenn ich das anspreche. Sonst? Irgendwelche Steine, auch nichts Interessantes. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Auf dem Boden auch nicht ganz viele Geschichten. Nö, das scheint nicht zu sein. Das Kind auch nicht, das Klavier auch nicht. Aber hier wahrscheinlich, oder? Hier so. Ah, hier, okay. Oh, oh. Sehen Sie, Professor, ein Foto. Ich dachte nicht, dass es hier überhaupt so Fotos gibt. Können wir hier welche machen? Na gut, es gibt Gerichtszeichner, wie wir hier sehen können, aber sonst. Ein richtiges Foto? In der Tat, das ist nicht gerade etwas, was man hier erwarten würde. Wie hat er also das Foto gemacht? Das dachte ich auch. Ich habe hier sicherlich noch keine Kamera gesehen. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Foto ist, aber was heißt das also? Habe ich gerade richtig gesehen, dass da Sophie und Gloria drauf waren? Das könnte einer der Gründe sein, wieso dieser Turm so gut bewacht ist. Was siehst du auf diesem Foto, Luke?
Wir sind zwei Kinder, beides junge Mädchen. Ja, es sind definitiv Sophie und Gloria. Genau die einzigen beiden Personen, die wir in dieser Welt kannten, die auch hier heraus stammen und die wir beide übrigens auch in London gesehen haben. Und fällt euch was auf? Sie beide tragen einen Anhänger. Sophie den einen, Gloria den anderen. Ein bisschen sehr verdächtig. Und ich dachte zuerst, sie stehen vor dem Altar, also ich meine vor diesem Glockenturm. Aber den hat es damals doch gar nicht geben können, oder? Das Foto sieht ziemlich alt aus, oder? Ich frage mich, wer sie sind. Na komm schon. Eines der Mädchen muss Sophie sein. Es besteht kein Grund für Zweifel. Sie haben recht. Nicht nur das, schauen Sie, da ist auch der Anhänger. Er ist der, den Sophie trägt. Die Tatsache, dass sie ihn schon so lange trägt, zeigt, wie wichtig er ihr ist. Das andere Mädchen ist vielleicht eine Freundin? Na komm schon. Wenn das so ist, könnten sie sich ein Nahe gestanden haben. Umso verwirrender ist, warum Gloria so weit geht, Sophie als Hexe hinzustellen. Oder zu benutzen. Weil sie ist ja die eigentliche Hexe, so wie ich es vermute. Sie sehen wie beste Freundinnen aus. Sehen Sie, sie haben sogar den gleichen Anhänger. Ach ja, die beiden wissen ja gar nicht, dass es zwei gibt, ne? Stimmt, so weit sind sie ja noch gar nicht vermutet, die beiden. Sophies Vergangenheit könnte auch wichtige Hinweise enthalten. Euch müsste mittlerweile aufgefallen sein, dass es Gloria ist, oder? Dies ist etwas, was ich Sie gerne persönlich fragen würde. Wir sollten das Foto fürs Erste ausborgen. Ich glaube, dieses Foto wird sehr wichtig für den Prozess sein. Ich frage mich, ob hier noch weitere Hinweise verborgen sind. Vielleicht finden wir noch das Etwas, das du vorhin am Dach gesehen hast. Ach ja, stimmt. Aber dies ist doch sicher das letzte Zimmer im Turm, also muss ich mir das eingebildet haben. Es gibt noch diese eine Terrasse. Das kann nicht der letzte Raum gewesen sein hier. Nicht unbedingt, Luke. Wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Weg, um von hier aus nach draußen zu gelangen. Untersuchen wir den Raum etwas genauer. Geht in Ordnung, Professor. Na gut, ein Bild zweier Mädchen zu den Gegenständen zugefügt. Die haben es echt noch nicht bemerkt. Na gut, ist ja auch egal. So, wo gibt es denn einen geheimen Eingang, der nach draußen führen könnte? Nach oben geht es wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwie nach außen. Was kann ich jetzt berühren, was nach draußen führen könnte? Hier das vielleicht? Anscheinend nicht. Und sonst? Ah, jetzt kann ich das Klavier ansprechen. Das konnte ich vorhin nicht. Ach, hier ist ein Rätsel. Okay. Das konnte ich vorhin nicht machen. Ah! Was ist denn los, Luke? Der Brief auf dem Flügel war ein Beweis im Prozess. Welcher Brief? Im Prozess? Ach ja, der war ja nicht da. Der war ja in Gold verwandelt. Ja, die Begebenheiten zum Tod von Meister de Victoire. Der Prozess, bei dem sie... Du meinst, als ich eine goldene Statue war, oder? Das heißt, das ist der Brief, den... Uhu, die Eule uns gegeben hat, nachdem wir dem Schöpfer einen Besuch abgestattet haben. Ja, stimmt, so ist sie ja. Frag mich, wo die ist. Naja, ja, das ist er, aber auf dem Papier war nichts geschrieben, oder? Ja, so viel ist klar. Das war Meister de Victoires Abschiedsbrief an den Schöpfer. Der Abschiedsbrief. Aber Meister de Victoires Butler hat den Brief mit leeren Seiten vertauscht. Und diese leeren Seiten hat die Eule uns gegeben, weil sie das seltsam fand. Ich verstehe. Ich habe während meiner Abwesenheit eindeutig einiges verpasst. Der echte Abschiedsbrief wurde im Prozess gefunden. Und wenn das so ist, was tut er dann hier? Das ist die große Frage. Ich denke, das kann ich erklären, Luke. Es ist wahrscheinlich, dass der Brief nach dem Prozess an seinen rechtmäßigen Besitzer ausgenickt wurde. Naja, außerdem war er an den Schöpfer adressiert. Ich verstehe. Und diesmal konnte der Schöpfer ihn richtig lesen. Und wenn er den Brief gelesen hat, heißt das, der Schöpfer hat es vor kurzem getan. Wahrscheinlich heute, als er an dem Flügel saß. Aber was kann hier bloß vor der Parade geschehen sein? Wir übersehen hier etwas. Wir müssen uns genau umsehen, Luke. Na, irgendwo ist noch ein Rätsel, mein Lieber. Was kann es nur sein? Das ist sicher keine Falle. Es wäre unwahrscheinlich, dass eine Falle so offensichtlich wäre. Einen Moment. Hier ist ein Rätsel im Flügel versteckt. Na dann, wird es Zeit, das zu lösen. So, dann wäre es das wahrscheinlich auch schon für den Part. Okay. Rätsel Nummer 68. Himmlische Klänge. 50 Pikarat. Unter dem Bleiglasfenster steht Folgendes geschrieben. Ein Sternbild an des Himmels Rand, die Harfe in der Göttin Hand, ein wundervolles Lied entstand. Orte die Noten so an, dass sie eine bezaubernde Melodie ergeben. Interessant. Ja, ich sehe jetzt genau das, was man auch auf dem unteren Bildschirm sehen kann. Das war irgendwie ein komisches Geräusch gerade. Berühre eine Note und bewege sie mit dem Touchpen. Lass die Note an der gewünschten Stelle los, um die Position der beiden Noten zu wechseln. Wenn du denkst, du hast die Lösung gefunden, berühre Antwort, um zu sehen, ob sie richtig liegt. Du die richtig liegst. Interessant. Okay, wir haben keine richtigen Anhaltspunkte, oder? Das war aber schon interessant gerade. Ihr seht das gerade, ne? Okay, das steht für Notenblätter. Ich lasse es nochmal kurz durchlaufen. Das dürfte gleich nochmal passieren. Wenn die
Ich habe vergessen, wie das Musikinstrument heißt. Oder? Nee, es passiert nicht nochmal. Ah, jetzt! Okay, das war... Was hat das zu bedeuten? Was war das? Das war sehr interessant. Also ich möchte das Rätsel übrigens gerne heute lösen, wenn es geht. Das wäre sehr schön, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr zum Aufnehmen. Ich möchte es gerne nochmal sehen. Na? Was kommt dabei raus? Achtung! Okay. Ich glaube, das sind die Töne, die wir brauchen. Okay, Leute, möchte ich einmal kurz den Bildschirm wechseln. Bis gleich. So, Leute, hier ist der untere Bildschirm. Und jetzt wird es gleich nochmal passieren auf dem oberen Bildschirm. Warte mal kurz. Ah, okay. Das ist ein Hinweis. Da blinken immer diese komischen Sterne. Und diese Sterne stehen anscheinend für diese Noten. Und zwar kommt es darauf an, von links nach rechts, auf welcher Höhe sie sind. Und das bestimmt dann die Töne. Okay. Ton 1, die ersten beiden Töne und die letzten beiden sind schon festgelegt worden. Okay, die anderen kann ich auch ein bisschen festlegen, zumindest im Groben. Also die anderen sind... Da, ich versuche es gerade hier unten ein bisschen einzuzeichnen. Ich hoffe, das könnt ihr so ein bisschen sehen. Ungefähr so sieht's aus. So, ich muss kurz warten. Die Hälfte haben wir schon rum. Ich will die anderen drei Töne nochmal sehen. Nee, oder waren es drei Töne? Ich weiß nicht mehr. Es waren drei Töne. Und die waren hier, hier, hier irgendwo. Kann das hinkommen? Ich weiß nicht. Eins kann ich schon mal jedenfalls sagen, du musst hier hin. Ne? Jo, das passt so. 1, 2, 3, da, 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 da. So, die... Ich muss gleich mal gucken, es passiert gleich wieder. Achtung. Okay, das könnte ungefähr hinhauen, obwohl... Dich muss ich kurz wegradieren. Ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter nach unten. Ungefähr hierhin? Keine Ahnung. So. Hauptsache wichtig ist zu wissen, was denn der zweitgrößte ist. Dann müsste dann der hier sein. Und da gehört auch hin. So, es passiert gleich nochmal da oben. Ja, ja, ja. Das könnte fast hinkommen. Wobei der ganz rechts ist noch ein bisschen komisch gesetzt. Was ist denn der tiefste? Das kann ich genau sagen. Warte mal kurz, die beiden. Hier, der ist tief und der ist tief. Das hier ist der tiefste überhaupt. Und der ist genau richtig. Da muss er sein. Der muss ganz rechts sein. Okay, etwas höher. Ich werde ein bisschen so einen Screenshot machen, weil das oben, was ihr gesehen habt, das ist genau die Vorgabe. Okay, es gibt zwei von denen. Welcher ist denn genauso groß? Ich würde es gerne. Es wäre schön, wenn man es noch ein bisschen länger sehen könnte. Ich glaube, ich mache gleich über einen kurzen Cut, weil ich habe keine Lust, das nochmal nachzugucken. Ja, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich mache jetzt nochmal einen Cut. Ich schaue mir schon mal im Internet nach. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, noch einen weiteren Part ranzuhängen oder drüber zu grübeln. Oder es passiert jetzt gleich nochmal. Wartet mal. Ich möchte es mir nochmal ansehen. Okay, ungefähr kann ich das nachvollziehen. Das müsste noch ein bisschen höher sein. Na, so ganz richtig ist es nicht. Egal, Leute, ein kurzer Cut und dann sehen wir das Ganze mit der Lösung gleich. Bis gleich! So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich hier die Lösung gerade vor mir. Wird Zeit, hier einzusetzen. So, ganz links stimmt schon mal. Danach müsste... Das ist schon wieder aktiviert. So, das kommt. Dann kommt der hier. Die muss ich kurz mal tauschen. Und so, das müsste die Antwort sein. So sieht das richtig aus. Oder ich gucke gleich nochmal kurz, das ist so richtig. Ja, alles klar, Leute, dann mache ich nochmal einen kurzen Cut und wir sehen den oberen Bildschirm. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder und es wird Zeit, die Antwort einzugeben. Na gut. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Yay. Welch ein faszinierendes Rätsel. Sehr schön. So, stimmig. Ah, jetzt seht ihr auch genau, was sie meinen. Dadurch kann man wunderbar die Noten festlegen. Ne? Ein lauter Knall hallt durch den Raum, als sich der Himmelsglobus an der Decke senkt und einen Geheimgang freigibt. Oh. Oh, da wird gleich noch was passieren, Leute. Na gut. Oh, der ist auf jeden Fall gesunken. Oh, da rechts ist tatsächlich... Sehen Sie, Professor, eine Treppe ist aufgetaucht. Ob hier drüber noch ein Raum ist?
kannst du doch nicht mitten im Satz unterbrechen, Luke. Jetzt muss ich das rausschneiden, Mensch. Wollte gerade sagen, dahinter ist tatsächlich die Treppe. Ich habe so ein Gefühl, dass das Dach, welches wir vom Garten aus gesehen haben, über uns weitergeht. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist wirklich unheimlich dunkel hier, aber von oben herab scheint Mondlicht. Atmen wir tief durch und gehen wir dem nach. Das größte Rätsel von allen wartet dort oben auf uns. Das denke ich auch, Professor. Ich frage mich, was es sein könnte. Der nächste Akt in der Geschichte des Schöpfers, wenn ich mich nicht irre. Der nächste Akt? Aber die Geschichte ist bereits zu Ende, oder nicht? Hat er etwa zuvor noch eine weitere Geschichte danach geschrieben? Noch nicht, Luke. Es ist noch etwas zu früh für das Finale. Na gut, Abschiedsbrief der Victoires zum Gegenstand zugefügt. Sehr schön. Muss ich jetzt echt nach oben? Ich möchte den Part beenden. Was? Ich habe erwartet, dass ihr diejenigen sein würdet, die es so weit schaffen. Ihr! Ihr lebt noch, wie ich es bereits geahnt hatte. Professor Layton, ich habe langsam genug davon, dass ihr so unverhohlen den Lauf meiner Geschichte stört. Das kann ich nicht länger zulassen. Danke, mein Junge. Oh, na super. Geil. Leute, Planänderung. Ich wollte eigentlich den Part so beenden können, dass ich gleich aufhören kann. Ich habe nicht wirklich viel Zeit, aber was soll's. Der Part war jetzt auch einiges länger und ich muss den Part jetzt beenden und gleich den nächsten aufnehmen, was soll's. Leute, das war's für heute. Und das war sehr spannend. Sehr, sehr cool gemacht, Leute. Was nun wirklich damit auf sich hat, das sehen wir gleich, zumindest den nächsten Part, und zwar mit dem vorletzten Rätsel, wie ich gerade sehe. Das ist jetzt nämlich das letzte. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann wollen wir uns hier erstmal rausretten. Bis dann und auf Wiedersehen.